Weiter geht's bei RimWorld und das ist der Überfall der Nordos-Allianz. Da müssen wir überhaupt erstmal gucken, was das für eine Truppe ist, die uns da angreift. Wir gehen mal auf die Weltkarte und das sind Weltarbeitslager. Sind die das hier? Nee. Was sind denn das für Leute? Ach, da! Echt? Die sind das? Die blauen? Die da unten? Das ist ja unglaublich. Also da müssen wir mal hingehen. Also das geht ja mal gar nicht. Aber das werden wir schon überleben irgendwie. Und starten die den Angriff schon? Die kommen schon, ne? Oh, das wird gefährlich. Das wird gefährlich. Also. So, gucken, ob wir alle hier im Lager haben. Ja, wo ist Maurice? Sag mal. Zone Heimat? Nein. Oh, das war ein Fehler. Ah, doof. Moment. Jetzt müssen wir erstmal die Heimatzone umbauen. Heimatzone ist definitiv nicht da. Definitiv auch nicht in dem Bereich. Definitiv nicht da draußen. Nix, was außerhalb unserer Mauern ist, ist Heimat. Okay, gut. Sollte Maurice dazu befähigen, dass er Bock hat, wieder nach drinnen zu kommen. Sehr schön. So, Kemal, Schusswaffe, Kampfmodus, dahin. Biorex, Schusswaffe, Kampfmodus, dahin. Artorio, Schusswaffe, Kampfmodus, dahin. Maurice, Schusswaffe, Kampfmodus, dahin. LP, Messer, Kampfmodus, dahin. Und auf geht's. So, die kommen zuerst. Moment, also jetzt gehen wir auf ein bisschen langsamer. Geschwindigkeit 1. Ich hoffe nach wie vor, dass sie hier oben gut drauf sind. Das Problem ist, sie können sich natürlich hier hinten weiterhin verstecken. Wir müssen nur gucken, dass hier möglichst viele natürlich schon gestorben sind. Das ist der erste. Zweite. Und wir hoffen einfach mal, dass Nummer 3. Perfekt. Sehr schön. Gut, Kampfmodus beenden. Dann können wir die Leichen hier entsorgen. Bitte einmal... Moment. Ich wollte die Leichen entsorgen. Hallo? Ja, das wird er schon machen. Oh, da ist... Oh, der hat Silber dabei gehabt. Wie cool ist das denn? Eine Uzi. Sehr cool. Das wird bitte erlaubt. Das wird auch erlaubt. Das Ding wird auch erlaubt. Normale Muskete. Schön. Ach, sie lebt noch. Naja, die wird das nicht lange überleben. Da mache ich mir Gott sei Dank wenig Sorgen. Sehr gut. Das ist erstaunlich gut gelaufen. Dann machen wir mal weiter. Und Medizin kann übrigens auch schon geerntet werden. Das ist auch bald weg. Und dann wird das hier doch langsam was. Dann sollten wir ihnen auch direkt sagen, dass sie bitte wieder raus können. Die Leute haben nämlich doch ein bisschen was zu tun. Hier vorne wird nämlich unser Auslass gerade gebaut. Da wird auch gebaut. Die Rohrleitung ist auch fast fertig. Dann können wir jetzt nämlich die Hygienesysteme bauen. Und da freue ich mich die ganze Zeit schon drauf. Deswegen, einmal dringend wegtragen. Und dann werden wir hier hinten auch noch eine Toilette bauen, beziehungsweise ein Badezimmer. Wir haben ja die Rohrleitung hier. Das ist ja alles kein Problem. Warmes Wasser haben wir auch. Und wir sagen bitte einmal hier vorne nur eine Dusche. Da kommt eine Dusche rein. Waschbecken haben wir. Dann gibt es hier bitte einmal eine normale Toilette aus Holz. So eine schöne warme Holztoilette. Ist doch was Feines. Mal da rein. Jetzt die Frage, ob wir noch irgendwas brauchen. Wir haben eine Dusche. Eine Badewanne würde ich tatsächlich hier hinten machen. Ja. Genau. Und dann schauen wir mal, dass wir hier... Was spricht denn dagegen, das hier reinzumachen? Rohrleitung haben wir ja. Einmal da lang. Eine Badewanne aus Holz dahin. Eine Toilette.
und ein Waschbecken aus Holz. So. Ja, das sieht doch gut aus. Dann haben wir hier gleich eine wunderschöne kleine Badewanne mit drin. Das ist doch richtig schnieke. Das wird natürlich ein bisschen kalt im Winter oder so, aber da machen wir dann irgendwann eine Lüftungsgitter rein, wenn wir das irgendwann haben. Das freut mich. Das ist richtig klasse. Und hier unten sind sie am Aufbauen. Da ist alles am Bauen. Sehr gut. Jetzt ist erstmal Nacht. Wie geht's eigentlich Hamfast? Der ist immer noch ein bisschen katatonisch, ne? Fühlt sich depressiv, handlungsunfähig, aber da mache ich mir jetzt wenig Sorgen. Der ist in guten Händen hier bei uns. Er müsste mal umgebettet werden. Temperaturmäßig einmal ein Check-up. Ah, 20 Grad, 18 hier oben. Da ist die Heizung noch nicht fertig. Da hinten ist ein bisschen kühl, aber komm, passt alles. Sieht alles ganz gut aus. 19 Grad beim LP. Ja, gut. So, Windräder sind auch beide fertig. Auch das ist eine gute Sache. Aber da Gott sei Dank genug Strom. Jetzt ist nur die Frage, wann da mal gearbeitet wird, meine Lieben. Wer ist denn fürs Bergbauen eingeteilt und warum machst du nichts? So, Bergbau ist eingeteilt. Ach, verdammt. Ach, verdammt. Hamfast. Biorex nach dem Forschen. Da müssen wir das tatsächlich einmal kurz umbauen, dass du erst Bergbau machst und dann Forschen. Ja, okay. Ja, das war tatsächlich so nicht geplant. Okay, gut. So. Oh, Leute. Unser Bad ist fertig. Ist das cool? Ist das cool? Ha, schaut mal. Unser erstes Badezimmer mit Badewanne aus Holz. Jetzt gucken wir mal an, wie das Zimmer... Ja, gut, es ist ein bisschen sehr eng, ne? Eng, Eindruck, abscheulich, Reichtum, Attraktivität, neutral, Sauberkeit, sehr dreckig. Aber leider ist der gute Herr, der fürs Putzen verantwortlich ist, gerade ein wenig katatonisch. Na gut. Wie sieht's hier aus? Reis haben wir auch genug. Tja, also essensmäßig passt's. Und jetzt würde ich tatsächlich mal dazu übergehen, dass wir auch den mal ausmachen und gucken, ob wir mit den Batterien und den Windrädern hinkommen. Wir haben ja jetzt zwei Stück. Hoffen wir es mal. Hoffen wir es mal, dass das passt. So, Biorex kümmert sich darum. Bitte einmal dringend tragen. Wer seid ihr? Verwandtschaft? Nein. In der ankommenden Gruppe befinden sich Personen, die in irgendeiner Form verwandt mit deinen Stammesmitgliedern zu sein scheinen. Bruder von Maurice. Mensch, Maurice, schreib's doch gern mal in die Kommentare. Dein Bruder ist angekommen. Wir können ja gleich mal hingehen mit dem Quatschen. Mal gucken, was er schon sagt. Und was er so macht. So. Wie sieht's eigentlich mit der Medizin aus? Da haben wir drei auf Lager. Das können wir doch auch schon ernten hier. Wir sollten auch... Oh Gott, das sieht aber auch aus hier, ey. Können wir die Leute nicht verbrennen oder sowas? Man, können wir hier sagen, dass wir hier Leichen verbrennen sollen? Wiederhole X mal. Ja, machen wir mal. Das werden wir mal machen. Und den haben wir aus. Haben wir jetzt genug Strom hier? Nee, tatsächlich nicht. Aber ich bin sehr gespannt tatsächlich, ob das jetzt hier ausreicht mit der Energie oder nicht. Wir werden sehen. Auf jeden Fall haben wir hier oben eine Toilette. Da können die Leute Pipi machen gehen. Dann gehen wir auf volle Geschwindigkeit. Rico, ich hoffe... Du, Moment, haben wir eigentlich ein Katzenklo? Ein Tierklo haben wir auch nicht, ne? Eieieiei. Einmal dahin. Den Rico natürlich auch mal eine Toilette bauen hier. Geht ja mal gar nicht. Und den würde ich jetzt tatsächlich einfach mal jagen. Den jagen wir jetzt mal. Dann haben wir auch ein bisschen Fleisch, können auch ein bisschen vernünftige Mahlzeiten herstellen. Wieso haben wir hier 15? Weil das irgendeiner so gemacht hat. Toll. Herzlichen Glückwunsch. Naja, okay, gut. Kein Problem. So, da wird gebaut. Oh Leute, guckt mal, die erste Dusche. Sehr schön. Und Rico, mein Bester, du hast jetzt deine eigene Toilette. Dein eigenes Klo. Für Rico zwei wunderbare Badezimmer. Das sieht sehr gut aus. Es wird. Risiko eines Zusammenbruchs. Wieso? Was hat denn Biorex jetzt? Dem ging's doch jetzt eine ganze Zeit gut. Sah eine verrottene Leiche. Ach, weil wir da unten jetzt die Leichen anfangen zu verbrennen. Ja.
Okay, gut. Ja, das ist natürlich doof. Ah, okay. Da habe ich jetzt natürlich nicht dran gedacht, dass die gequälter Künstler, verunreinigter Parker. Das müssen wir tatsächlich auch nochmal machen. Dass wir wirklich hier unten mal, das würde ich jetzt tatsächlich mal machen, dass wir hier unten mal eine weitere Anbauzone machen. Der muss auch nicht hier unten in einem besonderen Bereich sein. Das reicht hier vorne. Und da will ich eigentlich mal an etwas anbauen. Jetzt muss ich gerade mal gucken, was. Baumwolle. Ja, kann geerntet werden. Nutzpflanze bringt Baumwollfasern hervor. Diese Fasern können sehr schön von Stoff verwendet werden. Genau. Wir werden mal Baumwolle anpflanzen. Gucken, ob wir das hier hinkriegen. Heugras ist Tierfutter, das will ich nicht. Nee, das passt. Baumwolle ist okay, das machen wir. Das ist mir tatsächlich mal wichtig, dass wir auch da mal ein bisschen was hinkriegen. Was das Thema Baumwolle angeht. So, was macht Artorio gerade? Ah, der baut unsere Verteidigung wieder auf. Top, mein Bester. Das freut mich. Also es hat ganz gut funktioniert. Tatsächlich, bis hier vorne. Und er hätte sich wahrscheinlich hier irgendwo hingestellt und hätte geschossen. Also das ist ganz gut so. Ich bin sogar am Überlegen, dass wir das Stückchen hier noch ein bisschen weiterziehen. Da noch einmal weiter. Dass wir hier wirklich so weit wie es geht rausgehen. Dass wir hier wirklich noch mehr Fallen übrig haben. Dass hier so 3-4 Leute durch müssen, bis sie hier ankommen. Und hier vorne sind sie dann natürlich auch. Ja? Das sind auch 1, 2, 3, 4, 5. Ah, hier wird es schon kritisch. Da müssen wir uns dann nochmal was überlegen. Hier bin ich mir noch nicht ganz sicher, ob das sowas wird. Aber das kriegen wir schon hin. So, wie sieht es mit Hamfast aus? Der Hunger oder sowas? Nee, ne? Ja, um ihn wird sich gekümmert. Oh, Leute, ist das nicht cool? Das ist das erste Bad bei uns in der Kolonie mit richtig schönem Warmwasser. Unisex-Toiletten? Ja, auf jeden Fall. Also beides, definitiv. Toll. Ich freue mich. Es wird. Und Maurice baut dem guten LP jetzt auch einen Blumenpott und eine Heizung ein. Sehr schön. Kemal pflanzt ein Blümchen. Herrlich. Können wir die Sachen eigentlich schon ernten hier? Nee, noch nicht. Aber wir haben ja 3. Jetzt würde ich übrigens gerne noch mal gucken, ob einer von uns, genau, LP, hatte einen relativ guten Fernkampfwert. Ist die Frage, ob wir ihr das Ding hier geben. Ist ja auf lange Entfernung etwas ungenau. 14%, 3, 8 Schaden. Oder ob wir hier so eine Muskete geben. 42%, allerdings 4, 5. Ja, ich würde sagen, wir geben LP mal die Muskete. Anstatt ein Messer. Ist ja auch relativ gut. Da hat es auf jeden Fall schon mal eine Fernkampfwaffe. So, jetzt haben wir 10 Bauteile. Und das sieht ganz gut aus. Besucher der Nation Dobrea. Wir wollen sie immer noch nicht. Wir sagen aber Besucher abweisen, bis ich Gästebetten habe. Das können wir schon mal machen. Gut. Ach, scheiße. Entschuldigung bitte. Herzlichen Glückwunsch. Da schießt du einmal drauf und dann hast du direkt einen Manhunter hier. So, dann gucken wir doch mal, dass wir das auch hier hinkriegen. Oh Mann, Leute, ich sag's euch. Probleme über Probleme. So, was hat ein Kemal eigentlich für eine Waffe? Oh, eine Pistole. Ja, bitte mal Fernkampfangriff auf ihn. So, jetzt hoffen wir mal, dass die beiden das hinkriegen. Es wäre sehr ärgerlich, wenn das nicht der Fall wäre. So, übergeschnappt, 3 Zustände. Komm, das wird doch schon mal, oder? Ernsthaft, Leute, wo sind denn die anderen hier? Beorex ist da. Artorio. Kampfmodus. Bitte auf ihn schießen. Maurice ist auch da. Kampfmodus. Bitte auf ihn schießen. Das kann nicht wahr sein. Also mal. Der wird ja wohl mal umfallen hier.
Einmal dahin bitte. Schneller. Alter, im Ernst? Leute. Alter, das hält aber auch was aus. Mann. Jetzt haben wir, weil wir ein bisschen Fleisch haben wollten, ernsthaft so viele Leute verloren. Das kann ja wohl nicht wahr sein, ey. Das ist doch unglaublich. So, Kampfmodus beenden für den guten Kemal. So, wie geht's denn jetzt, LP? Verblutet in 5 Stunden, verblutet in 14 Stunden und wir haben nur noch 3 Medizin. Das ist doch unglaublich, ey. Und der Einzige, der dieses große Faultier schlachten kann, ist auch noch tot. Na, super. So. Artorio wird mit dem Besten behandelt, das ist gut. LP auch. Das freut mich. So, wir gucken mal. Wie geht's, LP? Verblutet in 3... Hallo? Würde einer sich bitte mal um LP kümmern? LP verblutet gleich. Artorio ist bei einer stabilen Gesundheit. Medizinischer Notfall? Ja, genau. Genau, verblutet in 2 Stunden, 3 Stunden. 2 Stunden, 3 Stunden. 4 Stunden. Wird sich bitte mal einer um sie kümmern? Wer kann, ja, toll. Hamfast, LP, wer ist denn überhaupt eingeteilt dafür? Wer ist denn überhaupt der beste Arzt? Kemal ist jetzt nicht der Beste dafür. Biorex. Artorio liegt da unten. Dann lassen wir das mal den guten Biorex nochmal eine Runde machen. Reserviert von Kemal. Kemal macht das schon. Wir haben keine Medizin mehr. Oh Leute, das ist aber fies, ey. Dann werden wir tatsächlich hier mal ernten. Ich hoffe mal, dass das irgendeiner machen kann von uns. Wir brauchen ganz dringend Medizin. Das wäre jetzt echt ärgerlich. Wenn LP jetzt stirbt. Hat lebensbedrohlichen Blutverlust. Okay, also er wird auf jeden Fall jetzt nicht mehr verbluten. Das ist schon mal gut. Oh Mann, und das alles nur wegen so einem doofen Faultier, ey. Das kann doch nicht wahr sein. So, komplexe Möbel. Oh, das ist schön. Damit können wir dann endlich mal hier diese ganzen Sachen wegreißen. Wir können einen kleinen Nachttisch dahinstellen. Wir haben Vorhänge, die wir bauen können. Stoff, wir haben dunkle Lampen, die wir machen können. Ich glaube, die konnten wir vorher schon machen. Einen Bonsai-Topf, vernünftige Stühle. Ach, Gott sei Dank. Da freue ich mich drauf. So, auf jeden Fall haben wir ein schönes Badezimmer, Tierklo. Also, ich sag's ja nur ungern, ne? Aber wenn man kein Problem hat, dann macht man sich welche, ne? Unglaublich. So, jetzt laden wir erstmal unsere Akkus wieder auf. Wir haben ja 1000, sogar 2000 Watt übrig. Das ist ganz gut. Hitzemäßig, checken wir nochmal bitte. Sieht auch gut aus, medizinischer Notfall. LP. Ja. Da können wir nicht mehr sehr viel machen, ne? Alle, die mit Medizin gut vertraut sind, liegen da und sind krank. Quest läuft in 24 Stunden ab. Nee. Das möchte ich tatsächlich nicht. Wir haben jetzt hier erstmal genug zu tun, dass wir unsere Leute wieder auf die Reihe bekommen. Und ich würde tatsächlich sogar ein richtiges Bett hier nochmal reinstellen wollen. So. Maurice hat sich gerade... Ach, der war duschen. Ha! Hamfast kann wieder laufen. Oh, mein Bester. Oh, das freut mich. Das freut mich. Dann... Moment, stopp. Das ist jetzt eine wichtige Situation. Hamfast ist nämlich ein 6er Arzt. Okay. Reinigen 2. Bergbau 2. Ja, dann sollte er erstmal reinigen und danach das Thema Arzt durchgehen. Okay. Das kann doch nicht wahr sein. Kaum ist er wieder... kann er wieder laufen? Unglaublich. Jetzt habe ich gedacht, jetzt sind wir das Thema durch und jetzt ist Hanf... Und jetzt ist, der dreht der schon wieder durch, ey. So, was macht Kemal? Ja, Kemal kümmert sich brav um die ganzen Sachen. Der geht seinem Job nach. Ich hoffe nur, dass LP durchkommt.
und Artorium. Jetzt wollen wir erstmal das hier bitte für medizinische Zwecke freigeben. Bitte lebensbedrohlich. Schmerzen stark. Tja, hoffen wir mal, dass er durchkommt. Wie sieht es mit Artorio aus? Mittel, okay. Das sind ein paar Kratzer. 93%. Der ist bald wieder gesund. LP wird gepflegt. Hamfast ist immer noch am Schimpfen. Hamfast redet negativ über das Gesicht von Peorex. Also ich würde vielleicht bei solchen Sachen nicht allzu laut den Mund aufmachen. Nee, ist ja nur ein Vorschlag. Es ist nur ein Vorschlag. So, also Fleisch haben wir auf jeden Fall genug. So viel steht fest. Aber nicht mehr allzu viel Reis. Aber das wächst mit der Zeit. Ursache unfähiger Kochen. Na super. Na super. Okay. Fressattacke. Oh, Leute, ich fasse es nicht. Jetzt geht hier echt alles drunter und drüber, oder? Was? Und eine verrückte Stute auch noch. Wird alles in Sichtweite angreifen. Ja. So, sollen wir machen. Königliche Tributeintreiber. Meine Güte, ey. Was ist denn hier los? Wer schießt denn hier jetzt? Hamfast hat aufgehört, jemanden zu beschimpfen. So, jetzt wollen wir erst nochmal in Ruhe gucken, was hier wirklich los ist. Also irgendwas passiert hier. So, entschuldigt bitte die Unterbrechung. Ich habe tatsächlich aus Versehen vergessen, die Pause rauszunehmen und habe schon ein bisschen ohne euch weitergespielt. Es ist aber nichts passiert. Ich habe dem guten Maurice einfach hier ein bisschen Fußboden. Den lasse ich machen. Und Hamfast ist schlafen. Dem geht es tatsächlich, Hamfast geht es sehr gut. Ich habe mir das mal angeguckt. Ja, der hat tatsächlich im Moment einfach nichts. Er vermisst seine gefallenen Freunde nicht mehr. Hamfast müsste jetzt hier mittlerweile mal ein bisschen sauber machen, aber ansonsten sieht es tatsächlich mittlerweile relativ gut aus für unsere Kolonie. Die Verteidigungssysteme sind da und wir haben mittlerweile auch halbwegs vernünftige Waffen, wenn ich das mal so sagen darf. Hamfast hat noch einen Bogen, ja, der könnte hier die Uzi nehmen. Artorio hat, Biorex hat eine Lebensmittelvergiftung, na toll. Da sollte Hamfast bald sauber machen. Also von den Waffen her sieht es erstmal gut aus. Biorex hat eine kreative Eingebung. Das ist gut. Dann kann er doch am besten mal kreativ hier unten den Boden bauen. Das wäre doch mal was. Und, oh Gott, Hamfast ist baden, mein Bester. Das ist, ich glaube, dein erstes Bad hier. Und frisch gestärkt mit Badewasser, frisch gebadet, kümmert er sich darum und macht hier alles sauber. Wunderbar. Der Hausmeister ist vollständig geheilt. LP geht es übrigens mittlerweile auch ein bisschen besser. Hat immer noch kein allzu starkes Bewusstsein, aber ist hier im Allgemeinen doch jetzt relativ gut drauf. Und eine Sache, die ich gerade sehe, die ich tatsächlich vergessen habe, ist, die wieder zurückzustellen auf die medizinische Versorgung mit nur Kräutermedizin. Ich will das nicht, ich wollte das eigentlich im Detail dann machen, wenn es notwendig ist. Aber tragen können sie ruhig, ja, mitführen dürfen sie ruhig normale Medizin. Das ist okay, das ist kein Problem. Aber benutzen dürfen sie nicht. Gut. So. Das sieht doch alles in allem tatsächlich ganz gut aus. Und der Gute macht hier sauber. Das sieht nämlich auch jetzt schick aus, finde ich. Und jetzt würde ich übrigens demnächst hier unten auch nochmal ein bisschen was abbauen, sodass wir hier die Wände weitermachen können und vor allen Dingen dieses Zimmer hier zum Bauen auch erweitern. Und wir auch hier mal ein bisschen Essen kochen. Wer auch immer eingeteilt ist. Nein, LP ist eingeteilt, ne? Und das ist auch noch der Herd kaputt. Ich fasse es nicht. So, jetzt geht's wieder. Wir haben mehr als genug Reis, also da können wir uns mittlerweile... Also das ist kein Problem. Ja, wir brauchen aber auch Reis. Wie sieht es mit den Temperaturen aus? Ja, 23 Grad. Wir sollten mal gucken, dass wir tatsächlich mal eine Klimaanlage einbauen. Hatte ich jetzt eigentlich die grundlegende Klimatisierung? Nee. Hatte ich nicht gestartet. Die Frage ist, ob wir nicht eher das lieber... Nee, wir machen erstmal das Thema Schmieden. Und werden einfach bei... dem Thema hier eine Kühlung einbauen.
Wir haben nicht genug Stahl auf Lager. Echt jetzt? Für was haben wir den ganzen Stahl gebraucht? Okay. Ja, dann bauen wir da oben noch was ab. Das ist ja kein Problem. Einmal da bitte. Dann bau das Ding mal ab. Das ist ja nur kein Thema. Dürfen die Leute denn schon wieder raus? Ja, die dürfen auch raus. Ja, das ist ja nun wirklich kein Problem. Da kommen Kartoffeln, da kommt der Reis. Sehr lecker. So, hier haben wir jetzt auch endlich mal vernünftigen, sauberen Boden. Ihr seht's, unser Zimmer ist sauber und mit dem Bild verabschiede ich mich dann auch von der Woche für euch. Wie gesagt, die Sachen sind jetzt vorproduziert, aber trotzdem schreibt bitte gerne eure Wünsche, Anregungen in die Kommentare. Das wäre mir tatsächlich wichtig. Und ich denke, wir haben noch eine gute Sache geschafft. Wir haben hier hinten jetzt unsere Standardzimmer. Da könnten wir uns tatsächlich jetzt nochmal einen Abdruck von nehmen hier, dass wir uns hier ein neues Zimmer von machen. Wir haben hier unten die Küche, um die wir uns kümmern. Die ist hier direkt ans Lager mit angeschlossen. Und hier vorne ist der Aufenthaltsraum. Wir haben oben die Forschung. Das sieht alles in allem ganz gut aus. Wir kriegen mehr als genug zu essen. Wir sind auch da ein bisschen ausgewogen. Die Batterien, da ist tatsächlich jetzt nicht mehr allzu viel Saft drin. Da müssen wir mal gucken. Das heißt, wenn wir mit der Forschung hier durch sind, würde ich tatsächlich mal aufs Thema Solarzellen gehen, dass wir hier mal eine Solarzelle hinstellen. Aber unsere Kolonie ist noch groß genug. Und insofern das möglich ist, werden wir dann tatsächlich anfangen, uns den Schiefer abzubauen, Schiefersteine zu produzieren und dann wirklich Stückchen für Stückchen hier diese ganzen Wände gegen dicke Schieferwände ersetzen, die vor allen Dingen auch, wenn man das mal hier sieht, 300, Moment, wir hatten hier oben eine, genau, das sind 500 im Gegensatz zu 195. Also da dauert es deutlich länger, bis sie hier durchkommen und dann müssen wir tatsächlich ganz, ganz dringend auf die qualitativ hochwertigen Waffen gehen, denn ich gehe ganz stark davon aus, dass in nächster Zeit vermehrt Angriffe kommen werden mit Fernkampfwaffen, mit Mörsern und so weiter und so fort. Da sind wir bisher noch gut verschont geblieben. Aber wenn man sich mal die Ecke hier anguckt, ne, wenn die Spitz kriegen, dass die hier durchkommen, das ist nicht so viel. Ne? Klar, 1500, aber wenn die mit einem Mörser durchballern hier vorne, dann sind die direkt hinten in der Base drinne. Und das wäre doch schon ärgerlich. Und dann kommt genau das zum Tragen, was ihr gesagt habt. Dann fackelt uns das alles hier ab. Also, ich freue mich auf die nächste Folge nächste Woche. Macht's gut, bis dahin, euer Strategienerd. Ciao, ciao.